Hallo und herzlich willkommen zum Video Grundlage für Feldertafeln. Bevor wir mit den Inhalten starten, möchte ich noch kurz das Vorwissen abklären. Du solltest bereits wissen, was die absolute Häufigkeit ist. Die absolute Häufigkeit gibt an, wie oft etwas vorkommt, also eine Anzahl. Ich möchte mit dir gemeinsam in diesem Video folgende Ziele erreichen. Ich möchte dir die Vierfeldertafel zeigen. Die Vierfeldertafel ist eine Tabelle. Sie dient zur Veranschaulichung von absoluten Häufigkeiten. Wir werden damit Informationen aufbereiten. Um eine Vierfeldertafel erstellen zu können, musst du natürlich den Aufbau der Vierfeldertafel kennen. Und dazu werde ich ein Beispiel mit dir gemeinsam erarbeiten. Ich habe ein Beispiel gewählt, das ziemlich einfach ist, allerdings sollte es den Grundlagen tatsächlich erfüllen. Starten wir mit diesem Beispiel. Du siehst hier eine Tabelle. Eine derartige Tabelle kann man auch Vierfeldertafel nennen. Jetzt wirst du dir natürlich die Frage stellen, warum heißt diese Tabelle Vierfeldertafel? Die grau markierten Felder sind 3x3, also 9 Felder. Warum heißt sie Vierfeldertafel? Diese Frage ist ganz leicht beantwortet. Nämlich die Vierfeldertafel heißt deswegen so, weil wir uns auf die gelb markierten 4 Felder vorerst konzentrieren werden. Diese 4 Felder veranschaulichen nämlich die absoluten Häufigkeiten. Wie bereits am Anfang des Videos erklärt, wird die Vierfeldertafel dazu dienen, dass wir absolute Häufigkeiten veranschaulichen können. Und dazu untersuchen wir eine bestimmte Menge bzw. bestimmte Objekte auf zwei Merkmale. Diese zwei Merkmale findest du einerseits im Kopf der Tabelle bzw. andererseits in der ersten Spalte. Also in meinem Beispiel, das ich ausgesucht habe, geht es darum, dass wir Fahrzeuge untersuchen. Wir untersuchen einerseits die Fahrzeuge auf ihren Fahrzeugtyp, ob PKW oder LKW, und andererseits auf die Farbe, ob rot oder blau. Und somit können wir von jedem dieser Fahrzeuge, die du übrigens rechts abgebildet siehst, das Merkmal bestimmen, je nachdem, ob es ein PKW oder ein LKW ist und welche Farbe das Fahrzeug hat. Und da wir in der Tabelle die absoluten Häufigkeiten eintragen, habe ich mich vorerst einmal für eine Stricherliste entschieden, damit wir die Daten erheben. Ich gehe der Reihe nach die Fahrzeuge durch und wir ordnen sie zu. Das erste Beispiel mache ich ziemlich langsam, danach werden wir sehr flott vorgehen. Und zwar, ich nehme das erste Fahrzeug her. Es ist ein roter LKW. Da der Fahrzeugtyp ein LKW ist, muss dieses Fahrzeug in diese Spalte. Da das Fahrzeug rot ist, muss es in diese Zeile. Und der Kreuzungspunkt gibt uns an, wohin dieser LKW gezählt wird, wo er dazugezählt wird. Also in dieses Feld. Gut, und das werden wir jetzt mit jedem einzelnen Fahrzeug machen. Der rote LKW, den können wir gleich direkt werten und er kommt in dieses Feld. Das nächste Fahrzeug ist ein roter PKW. Zur Erinnerung, PKW ist die erste Spalte, rot die erste Zeile, daher hier. Ein blauer LKW, ein roter LKW, ein blauer PKW, noch ein blauer PKW und ein roter PKW. So, ich habe jetzt der Reihe nach die einzelnen Fahrzeuge zugeordnet. Jetzt zählen wir noch die absoluten Häufigkeiten ab. Hier haben wir 2, 2, 2 und 1. Zur Kontrolle können wir rechts die Liste der Fahrzeuge noch einmal durchgehen. Wir haben insgesamt rote PKWs sind 1 und 2. Rote LKWs sind ebenfalls 2, blaue PKWs sind diese beiden und ein blauer LKW. Gut, zur Kontrolle können wir nun die Summen zusammenzählen. Nämlich zählen wir die Anzahl der PKWs zusammen. So muss die Summe 2 plus 2 4 sein. Das können wir ebenfalls rechts überprüfen. Die Summe der LKWs muss somit 3 ergeben. Sehen wir nun die Summe
der roten Fahrzeuge, so erhalten wir 4. Ziehen wir die Summe der blauen Fahrzeuge, so erhalten wir 3. Zu guter Letzt können wir noch eine Kontrolle durchführen, nämlich wenn wir die Summen der roten und der blauen Fahrzeuge zusammenzählen, so erhalten wir insgesamt 7 Fahrzeuge. Das entspricht auch der Liste rechts. Das gleiche gilt auch für die Summe der einzelnen Fahrzeugtypen. Wenn wir PKWs und LKWs zusammenzählen, erhalten wir ebenfalls 7. In dieser Art ist eine Vierfeldertafel aufgebaut. Das wäre jetzt ein Beispiel. Ich zeige dir noch eine allgemeine Vierfeldertafel, nämlich in Zukunft werden unsere Vierfeldertafeln so aussehen, wobei wir noch etwas festlegen müssen, nämlich die beiden Merkmale, die wir untersuchen. Im Allgemeinen werden wir 2 Merkmale uns ansehen. Merkmal 1 und Merkmal 2. Ein Problem haben wir bei dem vorherigen Beispiel. Ich gehe nochmal kurz zurück, nämlich wo würde nun ein grüner Bus zugeordnet werden? Der hätte in dieser Vierfeldertafel keinen Platz. Und aus diesem Grund entscheidet man sich für Merkmale und Merkmal nicht erfüllt. Ich notiere jetzt das durchgestrichene M1. Ebenfalls Merkmal 2 oder Merkmal 2 nicht erfüllt. Und damit erreichen wir eine genaue Zuordnung. Hier wäre auch ein grüner Bus zugeordnet. Wenn wir Merkmal 1 PKW wählen und Merkmal 2 rot zum Beispiel und im Merkmal 1 nicht zutreffend, also das ist Merkmal 1 durchgestrichen, nicht PKW, und M2 durchgestrichen, nicht rot, dann wäre auch der grüne Bus zuteilbar, nämlich dann würde der grüne Bus in dieses Feld gezählt werden. Daher entscheiden wir uns nun für eine einheitliche Zuordnung, nämlich wir wählen ein Merkmal und nehmen dazu in der nächsten Spalte das Merkmal nicht erfüllt. Genauso gilt für die Zeile ein Merkmal oder ein Merkmal nicht erfüllt. Ich habe auch ein Video erstellt, in dem ich aus der Mengenlehre einen Zugang zur Vierfeldertafel zeige. Dieses Video ist ein wenig anspruchsvoller, da es etwas mehr Vorwissen verlangt. Allerdings glaube ich, dass es für das Verständnis sehr interessant sein könnte. Gut, das war es einmal mit den Grundlagen zu den Vierfeldertafeln. Ich wünsche dir viel Spaß und gutes Gelingen im weiteren Lernzyklus.